Währenddessen wächst die Sorge um die Sicherheit des russisch besetzten Atomkraftwerks Saporischschja im Südosten der Ukraine. Frankreichs Präsident Macron und der ukrainische Präsident Zelensky haben telefonisch über die Lage beraten. Macron erklärte, er unterstütze den Vorschlag der Internationalen Atomenergiebehörde, das Atomkraftwerk zu untersuchen. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, das größte AKW Europas zu beschießen. Unsere Korrespondentin Xenia Böttcher ist in der Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja. Was wissen Sie über die Lage dort? Ja, ich hatte heute die Gelegenheit, mit einer Person zu telefonieren, die in der besetzten Stadt lebt. Und sie sprach von einem großen Klima der Angst. Es sei mehr ein Überleben als ein Leben unter der russischen Besatzung. Da sei auch permanenter Artilleriebeschuss, der auch immer wieder Zivilisten töten würde. Die Mitarbeiter im AKW würden unter dem großen Druck von großen Kontrollen nur arbeiten. Und über allem dem schwebt die große Sorge vor einem Atomunglück. Die Person hat mir gesagt, sie glaubt nicht, dass es für sie Evakuierungspläne geben würde. Sie seien den Russen in diesem Fall hilflos ausgeliefert. In der Stadt, in der ich bin, bin ich heute in eine Apotheke gegangen und die haben mir gesagt, dass seit einem Monat Jodtabletten besonders nachgefragt sind. Aber auch sie wissen nicht, wohin sie sich evakuieren sollen im größten Notfall, falls hier es zu einem Unglück kommt. Vielen Dank, Xenia Böttcher.